Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute schminke ich euch diesen richtig coolen Silvesterlook nach. Ich finde, der ist mega geil geworden. Ich zoome mich mal kurz ran. So sieht er aus. Ich finde ihn sehr cool. Das ist wirklich ein Hingucker-Look, finde ich. Und wenn man auch dementsprechend natürlich gekleidet ist, ist es natürlich noch heftiger. Und deswegen habe ich auch nur Nude-Lippenstift benutzt. Ihr könnt natürlich auch einen dunkelroten benutzen, ihr könnt einen roten benutzen. Benutzt, was ihr wollt. Das wird auf jeden Fall zu diesem Look passen. Aber bitte kein Schwarz. Sonst wäre es definitiv too much. Ja, und ich werde mal sagen, dann fangen wir mal an. Ne? Let's go. Als erstes kommt der Primer. Ich habe hier den von Urban Decay. So, jetzt fangen wir mit einer Hauptfarbe an, damit das auch richtig, also damit das Auge eine gleichmäßige Farbe hat. Und dann nehme ich einmal diese Farbe hier oben von der Zoe Eva Palette Naturally Yours in der Farbe Pure. Jetzt nehmen wir die Farbe von NYX und zwar ist die Farbe LOL HS 75. Ich habe auf dem Pinsel ein bisschen Fix Plus draufgesprüht, damit das ein bisschen intensiver ist. Jetzt seht ihr, es ist schon sehr intensiv. So, jetzt verblenden wir das Ganze. So, jetzt kommen wir nochmal zu der Zoeva Palette. Und jetzt nehme ich diese Farbe hier, Sweet Sound, von der Naturally Yours Palette, und zwar die hier. Und das packe ich jetzt nur in die Ecken. So, und nochmal etwas verblenden. Naked 1 Palette, die mit dem Samt und die Farbe Hustle, das ist die drittletzte Farbe hier. Und auch das kommt wieder in die Seiten mit rein. Und das Ganze verblenden wir wieder. Die zwei Farben. Und zwar Timeless Chic von der Zoeva Palette Naturally Yours und von der Kakao Palette auch von Zoeva Beans Arbeit. Und auch wieder nur in die Ecken. Jetzt nehme ich nochmal die Beans Arbeit von der Zoeva Kakao Palette. Und ganz leicht hier einen minimalen Strich. Wieder verblenden. So, jetzt kommen wir zum weißen Stift oder zu einem dicken weißen Kajal. Und zwar ist das der von NYX, der Jumbo Eye Pencil in der Farbe Milk 604. Und den packe ich nur in die Mitte. Nämlich einen Pinsel, wo nichts drauf ist und versuche das ganz leicht zu verschmieren. Aber ihr könnt das auch mit euren Fingern machen. In der Naked Palette ein bisschen dieses Sidecar mit Fix Plus natürlich besprühen, damit es leicht schon glitzert. Und da wir natürlich Silvester feiern und auf eine Silvesterparty gehen, kann das sogar noch mehr glitzern.
Deswegen nehme ich von MAC, das war eine Limited Edition, nehme ich jetzt die Farbe Reflect Bronze. Wieder ein bisschen Fix Plus draufgesprüht. So, jetzt nehme ich nochmal die dunkle Seite vom Pinsel, ohne dass ich da nochmal was reintupfe, und vermische das ein bisschen zusammen, damit ein weicher Übergang besteht. Jetzt kommt der Eyeliner, den Eyeliner Dip Eyeliner Waterproof von Manhattan. So, jetzt zählen wir das alles mal ab. Gleich sieht das noch viel besser aus. Jetzt benutze ich mein Too Faced Amazing Face und mische es mit meinem Chanel Vita Lumiere Aqua. Und denkt jetzt, okay, was kommt noch? Ein bisschen von dem hier rein, um einen leichten Glowy im Gesicht zu haben. So, jetzt kommen wir Concealer von NARS. Mit ein bisschen der Select Cover Up Concealer von MAC. So, perfekt. So, jetzt wollen wir das ein bisschen setten. Dafür nehme ich jetzt den MAC Studio Fix Plus, ganz leicht. So, kommen wir jetzt zu der Anastasia Dip Brow Pomade, Dip Brow Pomade in der Farbe Soft Brown. Dazu nehme ich einmal die Soft Ochre, wie heißt das nochmal, Paint Pot von MAC und umrande das quasi damit, damit das ein bisschen definierter aussieht. Jetzt kommen wir zu dem unteren Bereich. Jetzt nehme ich den dunkleren Ton, den Beans Are White. So. Jetzt nehme ich nochmal einen Pinsel, wo wirklich gar nichts drauf ist und verblende es ganz leicht. So, jetzt machen wir noch schnell das Gesicht und da benutze ich die Contour-Palette von NYX. Und jetzt kommt mein Rouge.
mein Blush von Kiko in der Nummer 108. So, nicht zu vergessen der Highlighter. Wie immer, The Mary Luminizer. Jetzt kommen die Wimpern dran. Vorher natürlich ganz leicht tuschen. Wenn einiges brauchen, dann auch natürlich mit vorher Augenzange benutzen. Augenzange. Wimpernzange. Keine Augenzange. Nehmen wir noch einen schwarzen Kajalstift und zwar vom P2. Den benutze ich eigentlich immer. So, jetzt kommen wir zu Lippen. Da die Augen ja sehr, sehr stark sind, benutze ich nur einen Nude Ton. Das ist jetzt der von Essence in der Farbe In the Nude. Und den Velvet Teddy von MAC. So, und zu guter Letzt benutze ich noch das Urban Decay Make-up Setting Spray. Yes, ready. So, das ist der Look. Ich hoffe, der gefällt euch. Ich werde mich riesig über einen Daumen hoch nach oben freuen. Und zeigt mir eure Looks oder wenn ihr es nachgeschminkt habt, zeigt mir es natürlich auf Instagram und mit dem Hashtag CasualDigiSilvester. Und dann schaue ich mir die sehr, sehr gerne an. So, jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Also wir sind zum Ende des Jahres angelangt. Man überlegt echt so, was habe ich dieses Jahr erlebt, was habe ich ja dieses Jahr gemacht und so weiter. Also ich hatte ein schönes Jahr. Ich hatte natürlich Höhen und Tiefen dieses Jahr, aber ich glaube, das hat jeder. Und ich freue mich aufs neue Jahr und auf 2016 auf jeden Fall. Ich wünsche euch wunderschönes Silvester und ein frohes neues Jahr. Tschüss, meine Lieben.